Ein Problem im Ökolandbau, Kartoffelbau insbesondere, ist die Rhizoctonia solani, die Wurzeltöterkrankheit. In diesem Video zeigen wir, wie eine Kartoffelpflanzung kombiniert mit einer reinen Applikation von Komposten etabliert worden ist, um eben die Wurzeltöterkrankheit hier zu kontrollieren. Die Rhizoctonia solani, die Wurzeltöterkrankheit, ist eine Krankheit, die insbesondere den Feldaufgang beeinträchtigt, vor allen Dingen aber auch für die Qualität nachher der Knollen eine besondere Rolle darstellt, weil sogenannte schwarze Pockensklerotien, also Dauerstadien, auf den Tochterknollen auftreten und die möglichst gering zu halten sind, weil über diese Mutterknollen, die später ausgepflanzt werden, sich die Infektion erneut etabliert und damit eben zu entsprechenden Schäden, ertraglichen wie auch Qualitätsschäden, eben beiträgt. Unsere Lösung hier ist eben hochkonzentriert Kompost zuzuführen. Komposte haben sogenannte suppressive Effekte gegenüber diesen Krankheiten, insbesondere bodenbürtige Krankheiten, aber auch gerade bei der Rhizoctonia. Die Komposte, die wir hier benutzen, sind Komposte, die sehr gezielt bearbeitet werden. Das heißt, die Herkünfte sind Grüngutkomposte oder Mischungen aus Biogut- und Grüngutkomposten, wo wir eben entsprechende Umsetzfrequenzen, kontrolliertes Wassergehalt, Temperaturwerte und Ähnliches einhalten wollen. Das Prinzip, was wir hier eben nutzen, ist, die suppressiven Effekte möglichst intensiv nutzbar zu machen. Je mehr Kompost wir an den Ort des Geschehens gewissermaßen bringen, desto besser sind die Werte und die Erfolge auch. Wir haben uns hier zunutze gemacht, dass wir eben eine Streifen-, eine Reihenapplikation in die Furche der Kartoffeldämme hineinbringen, um dann die Knolle, die Mutterknolle, die ausgepflanzt wird, eben in ein Kompostbett gewissermaßen zu legen und bei der Keimung der Knolle eben entsprechend die positiven Effekte auf Tochterknollen, auf die Wurzelbildung eben darzustellen. Wir haben hier als erste Komponente eben den Kompostbunker. Ein Kratzbodenantrieb ist hier drin, der den Kompost nach hinten zu einer Schnecke hier befördert. Die ist doppelt gewendelt und bringt eben den Kompost an der Stelle hier unten auf, über diese Rutschen auch. Die Furche wird vorgezogen, sie wird verlängert und dann fällt hier die Mutterknolle rein und wird hinten eben wieder zugehäufelt. Im Moment ist die Maschine ein Prototyp. Wir gehen davon aus, ein Vorserienmodell bzw. Serienmodell zu bauen, sodass es in den nächsten ein, zwei Jahren auf dem Markt sein sollte.